I want the throne, I learned to crush obstruction, rush through barricades, levitate, got it tatted on me, told them follow me, they see the vision, now it's 2020, clear as Tahoe Lakes, it's clear as day, no longer move around in fear, disarray, pray you hear me like the winter wind against your window pane, feel the bass, baby, soak it in and let it marinate, it's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Heute zum zweiten Lauf in der Pro League vom Magenpokal. So, heute sind wir auf dem wunderschönen Red Bull Ring in Österreich. So, an meiner Seite darf ich wie immer den lieben Chris, the first course, begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend, Chris. Ja, guten Abend, alle draußen. Hallo, Corsi. So, haben wir uns wieder zusammengefunden, nachdem wir uns ja auch mal endlich privat getroffen haben und so ein paar Sachen austauschen konnten. War ja auch genau sehr, sehr nett und sehr interessant, dich kennenzulernen. Fand ich cool. So, heute sind wir zusammen wieder nach Österreich gefahren, um uns heute die GT2 reinzuziehen. Aber sowas von. Richtig. Mittwoch war ja Qualifying unter anderen Umständen. Was ich gehört habe, ich war leider nicht da und konnte es leider nicht übertragen. Aber da kannst du mehr dazu sagen für unsere Fans da draußen. Ja, das war ja richtig nass und... Es gab dann doch einige Überraschungen, dass routinierte Fahrer, die normalerweise immer wirklich ganz vorne mit dabei sind, plötzlich irgendwo im Mittelfeld oder hinten lagen. Zum Beispiel einfach nur mal erwähnt Heinz, der startet heute zum Beispiel von Position 9 oder Manu von Position 13. Hab's gar nicht geschafft, eine schnelle Runde hinzubekommen. Gab immer irgendwelche Rutscher und waren viele Fahrer geteilter Meinung. Die einen sagten, okay, ich würde gerne das Rennen auch im Regen fahren. Die anderen haben natürlich gesagt, bloß nicht, aber wie man sieht, ist heute trocken und es kommt natürlich den routinierten Fahrern, die dann auch viel Downforce haben und viel Grip brauchen, kommt das heute natürlich zugute. Das ist verständlich. Wie gesagt, neu ist es ja in Transmission, relativ neu mit dem Regen. Natürlich, dass die Startaufstellung durcheinander gewürfelt, aber dazu kommen wir später dazu. Startaufstellung wird natürlich wieder vorgelesen und eingeblendet. Euch da draußen, das ist auch sehen und von meiner Seite aus begrüße ich erstmal den Chat da draußen. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zweiter Lauf Magenpokal. Ja, es ist natürlich schönes Wetter wieder. Das heißt, es im Voraussetzungen sind wieder ganz anderes als beim Regen natürlich. Und ich bin mal gespannt, weil wir haben ja wieder zwei verschiedene Reifensätze. Guten Abend, Nico. Schön, dass du da bist. Haben wir wieder zwei verschiedene Reifensätze, was die Fahrer verwenden dürfen. Sie müssen ja Reifen wechseln.
Und dann mal schauen, was das heute wird. So, Chris, wie schaut's aus? Wollen wir die Startaufstellung mal durchjagen? Oder möchtest du noch ein bisschen warten? Ja, vielleicht können wir noch ein, zwei Minuten warten, weil zwei Fahrer gerade noch verhindert sind. Die sind aber schon auf dem Weg, müssen jetzt gleich in die Lobby reinkommen. Dann können wir vielleicht noch eben eine Minute, zwei warten mit der Startaufstellung und... Kein Problem. So. Du hast doch bestimmt noch was zu erzählen. Natürlich habe ich was zu erzählen. Ich sehe heute Abend wieder mal den Tobi. Tobi mit B. Der beste Freund des Nightbots. Auch wieder am Start. Nico ist am Start. Ich hoffe, noch ein paar kommen. Auch liebe Grüße an den Michael, seine Arbeitskollegen, heute Abend zusehen. Schön, dass er mal reinschaut, was der Michael heute Abend so auf der Strecke treibt, der Impressive Beats. Wir werden wahrscheinlich... Ja, und ob ihr euch überlegt, ja, ob sie sich überlegen, ihn noch weiter zu beschäftigen nach dem Rennen heute. Ja, mal schauen. Bei den Münchner ist es ja zurzeit so eine Sache mit der Wiesn zurzeit. Die werden sie wahrscheinlich auch köstlich amüsieren dann zu Hause. Ja. Ja, ich möchte auch nicht wissen, wie viel Michael schon gedankt hat. Naja, wird er bestimmt das eine oder andere Mal auf der Wiesn gewesen sein. Auf dem größten Volksfest der Welt. So, Chris, du kannst ja noch bestimmt am Mittwoch was zu dem Top Qualifying sagen. Warum war auf einmal Regen am Mittwoch? Ja, das war ja schon lange angekündigt, dass das Wetter zum Wochenbeginn her noch so ein bisschen regnerisch ist. Und ja, da hat sich ja noch nichts mehr geändert. Das hat so zum Ende des Qualifyings dann nachgelassen, also im Q3. Dann waren die Bedingungen nicht mehr ganz so schlecht wie vorher. Aber trotzdem konnten die Fahrer halt nicht volle Karacho da alles rausholen aus dem Auto, sondern mussten halt ganz weich dann auf dem Gasfuß umgehen. Und man hat auch gesehen, dass Benz, der als letztes gestartet ist, der ist aus Q2 als erster rausgegangen und durfte dann ja als letzter starten im Q3. Ja, der hatte wirklich die Chance, am Ende auch das Qualifying komplett für sich zu entscheiden, da Minkiel einen entscheidenden Fehler im ersten Sektor gemacht hatte. Da hatte er, glaube ich, dann 3/10 oder 4/10 sogar Vorsprung gehabt und hat dann allerdings im Sektor 2 und 3, weil er halt sehr vorsichtig gefahren ist, dann so viel Zeit liegen gelassen, dass es dann am Ende eine gute Zehntel dann nicht gereicht hat. Aber es war halt super knapp und auch super spannend. Also so spannend war es bis jetzt noch nicht. Ja gut, Regen kann natürlich viel ausmachen. Verständlich. So. Ich grüße auch noch El Buretto, Narasch, Leische und natürlich auch den Zwerg im Chat und mittlerweile auch die 15 Leute im Chat. Einen wunderschönen guten Abend. So, zweiter Saisonlauf. Ja, zusammen. Zweiter Saisonlauf heute. So. Was meinst du, wo heute die Topzeit liegen wird? Boah, da bin ich auch schon wieder so fast überfragt. Also ich rechne, dass es irgendwo im Bereich von einer niedrigen 1,22 sein wird, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Mit leerem Tank und dann super weichen Reifen am Ende kann ich mir vorstellen, dass man es auch schafft, im Bereich von 1,21 zu kommen. Also die Topfahrer von uns natürlich. Aber mal, Minkiel hat 1,21 gefahren. Glaub eher, dass wir Richtung 1,21 sogar gehen könnten. Mhm. Ja. So, Regen fetzt. Also wäre bestimmt heute eine krasse Sache gewesen, wenn heute wirklich Regen gewesen wäre. Aber so lässt sich leider nicht ändern. Ne? Aber jetzt haben wir schönes Wetter. Dacht, Motorsporttag war ja heute auch wieder Abschluss. GT Masters war auch heute noch. Dann war Formel 1 noch und zum Abschluss die Magenpokal. Also denke ich mal ein perfektes Motorsport-Wochenende am heutigen ja, Sonntag. Ist keine Wünsche mehr offen. Nein. Ist keine Wünsche offen. Definitiv nein. So. Manu ist schon ganz heiß. Manu will loslegen. Ja, das haben sie jetzt auch nicht mitbekommen, was wir dann noch nebenbei im Chat geschrieben hatten, dass eben zwei Fahrer noch auf dem Weg sind. Aha. Deshalb habe ich jetzt noch mal kurz geschrieben, dass es in 3 Minuten losgeht. Gut, dann blende ich hier nochmal schnell den Rennkalender nochmal ein, die Tabelle und dann gehen wir die Startaufstellung schnell durch.
So. Jawohl, so machen wir das. So, also wir sind heute auf dem Red Bull Ring. In 14 Tagen dann aus Tsukuba, dann Suzuka und zum Abschluss auf dem Nürburgring auf der Grand Prix Strecke. So, Freunde der Sonne. Du Tabelle, kannst ja du ein bisschen was sagen, wie sich die zusammensetzt? Auf 1 ist Minkil, 2 der Benz und 3 der Heinz. Was bedeuten in der Tabelle, die Logos sind in der Tabelle gerade eingeblendet, was bedeuten die roten untermalten Zahlen? Bekommen die Abzug deswegen? Ne, das bedeutet, dass entweder im Qualifying oder im Rennen Ersatz gefahren ist für die und in dem Rennbericht, der noch zusätzlich angefertigt wird, da steht dann halt genau, ob halt nur im Qualifying, nur im Rennen oder bei beiden dann Ersatz da war, weil man darf ja maximal in einem Qualifying und in einem Rennen einen Ersatzfahrer fahren lassen. Und das Rote gibt halt nur einen Hinweis, dass dann bei dem Lauf irgendwo dann auch ein Ersatz unterwegs war. Alles klar. So, dann haben wir das. Dann die Strecke. Machen wir schnell das weg und sehen wir es besser. Wir fahren heute, wie gesagt, auf dem Red Bull Ring. Relativ schöne Strecke, muss ich sagen. Lässt sich auch schön fahren. Wie gesagt, am Anfang die Nachstart und Ziel, die Castrol Edge Kurve und die Remus Kurve. Muss mal schauen, wie man da um die Kurven kommt. Sonst eigentlich relativ schön und gut zu fahren. Gibt viele Überholmöglichkeiten hier auf der Strecke in Österreich. Und dann würde ich mal sagen, machen wir die Startaufstellung jetzt noch. Und einen Ersatzfahrer haben wir dabei heute. Da kommen wir aber gleich dazu. So, ich blende euch mal die Startaufstellung ein. So, Platz 1, Minkil, zweite Pole in Folge für ihn vor 14 Tagen. Platz 2 ist der Benz AMG auch mit GT2 natürlich. Platz 3, wieder genesen, Bert Huben nach seinem Krankenhausaufenthalt. Schön, dass du wieder da bist. Platz 4 ist nicht der Mike, sondern der Marvin 96. Schön, dass du das als Ersatzfahrer dabei bist. Dann der Toni auf 5. Platz 6 ist die Klöte. Klöte 85 Insheim. Ja, Flipflop Design wieder am Start. Holz 187 auf der Startposition 7. Die 8. Position belegt der MBR Ben. Einer der MBR-Fahrer, MBR Heinz auf Platz 9, mit der Startnummer 63. So, Platz 10 ist Narasch, Startnummer 759. So, Platz 11, der umfeierte Held am heutigen Abend, Impressive Beats, Münchner Jungs stehen geschlossen hinter dir. So, Platz 12, Red Ivan. Platz 13 hat sie natürlich auch mehr erhofft mit Manu, wo nicht so gut im Regen zurechtgekommen ist. Und auf Platz 14 Aka Marco nach der Stresswoche von vor 14 Tagen, wo er leider nicht rechtzeitig von der Arbeit nach Hause kommen konnte und das Rennen leider nicht bestreiten konnte. Sehr, sehr schade deswegen. Aber an diesem Wochenende endlich dabei ist und auch mal zeigen kann, was er kann. Und von dem her schauen wir mal, was es heute wird. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Wird auf jeden Fall eine super Sache. So, lieber Chris, wie viele Runden fahren wir denn heute? Das müsstest du hochrechnen. Was halt so möglich ist in 38, 37 Minuten. Jetzt habe ich gerade gesehen, Heinz ist jetzt auch beigetreten. Jetzt fehlt eigentlich noch Red Ivan. Ich sage mit ein, zwei Minuten geben wir ihn noch. Wenn das dann nicht mehr schafft, dann können wir auch jetzt nicht so lange warten. Aber wie gesagt, die ein, zwei Minuten geben wir ihm noch. Letztes Mal, da haben wir auch für Bert extra ein bisschen gewartet, weil das mit dem Disconnect der Lobby nicht ganz passt. Lobby und hin und her. Und Aka Marco ist auch im Chat dabei. Einen wunderschönen guten Abend, Marco. Ich erwarte von dir heute mal ein Feuerwerk, das dir heute abbrennst hier.
Ja, El Boleto beschwert sich schon, wir sollen anfangen, er muss morgen früh raus. Nicht Chill, nur du. Junge. Nicht nur du, du kannst ja uns mit ins Bett nehmen heute Nacht. Als gute Nachtgeschichte, genau. El Boleto. Schön hier im Bett das Rennen anzusehen. Legst du deiner Frau das Handy einfach in den Nacken rein, dann kannst du schön gucken. So. Ich bin wirklich mal gespannt, ob Bert Huben heute wirklich den Krankenaufenthalt wirklich so gut verarbeitet hat. Das ist auch wirklich. Ja, sicher, im Qualifying Platz 3, der hat das alles. Ja, aber ich weiß nicht, was die noch einoperiert haben. Ja, aber das ist ja das Problem, dass du halt noch sitzen musst, halt knapp 40 Minuten, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass er über die Distanz schon mal ein bisschen was gemacht hat, um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert. Ja, ich denke auch. Das wird schon klappen alles. So, Freunde der Sonne, wie der liebe Stefan Effenberg immer gesagt hat, haben wir es gleich soweit. Ja, ich werde noch mal ganz kurz jetzt direkt nachhaken beim Red Ivan, wie es aussieht. Bitte. So, mal kurz schreiben. So, jetzt schreibt er gerade 81%. Ja, aber dann ist die Installation oder die Kopierung, weil die Kopierung dauert ewig. Schafft er nicht. Das ist halt die Frage. Ja, ich frage gerade nochmal nach. Aber wenn er kopiert, dann dauert es mindestens noch 5 Minuten. So, ich hoffe von der Münchner Fraktion, dass sie auch den Chat bombardieren. Dass sie hier natürlich auch ein bisschen ein Feuerwerk hier abbrennt im Chat auch. Ja, dass es auch dann schön hinterher lesen kann, was ihr alles über ihn gelästert habt. Ja, wie Tobi auch schon sagt, 81% es dauert. Okay, es ist wohl schon am Kopieren und er ist jetzt bei 93, dann warten wir die 2 Minuten ab. Das wäre jetzt scheiße dann da so kurzfristig. Also, Jungs, seid mir nicht böse, wenn ihr in der Situation wärt, klar, er weiß jetzt auch, beim nächsten Mal die Kiste noch mal vorher anschmeißen, dass das Update runtergeladen ist rechtzeitig, aber jetzt wegen der 2 Minuten wollen wir jetzt doch nicht ihm die Chance nehmen, zumindest wieder ans Feld ranzukommen. Genau, dann schreib's bitte noch mal in den Chat. Ja, ich schreib's jetzt noch mal kurz. Genau, dass die Leute Bescheid wissen. Nicht, dass jemand einschläft hinterm Cockpit jetzt gerade. So, Aggressive Beats. Brüstchen. So. Könnt ihr in dem Sinne nochmal irgendwas zu trinken holen? Warte mal aufs Klo gehen, Jungs. Ja, wie gesagt, es ist 21.53 Uhr laut Uhr in der Lobby, 21.55 Uhr ist jetzt angepeilt. Richtig, Marco, gebe ich dir recht. Da geht die Installation von gewissen Spielen weitaus schneller wie die blöde Kopiererei. Aber vielleicht hat sich das irgendwann mit der 5er auch mal erledigt. El Boleto meinte 22 Uhr Rennstart. Könnte realistisch sein. Na, ich glaube, es geht schneller. So. Also jetzt gerade lagen ja irgendwie 2 Minuten zwischen den 6-7%, also müsste er eigentlich jetzt auch in 1-2 Minuten dann soweit sein. So, nicht vergessen, Jungs, wir haben bitte Safety Car. Also, Safety Car Fahrer, machen Sie sich mental schon mal bereit. Achso, das bin ja ich? Ja, scheiße, warte mal. So, Red Ivan schreibt, er ist auf dem Weg, also Update ist über die Bühne gegangen und er müsste gleich da sein. Ja, der Safety Car Fahrer soll sich bitte, starten Sie den Motoren. Jawohl, ich steige gerade ein, aber wie gesagt, mit meinem Rücken bin ich nicht mehr so fit. Oh. Ja, ist ja kein Wunder, bei der Körperlänge und bei dem Körperfettanteil, was du hast, das ist ja kein Wunder, dass du... Minus 10% habe ich gemessen. Ah ja,
Der Epileter muss für raus, BOP auf volle Bulle. Ja, sie haben die falschen Reifen drauf, sie können ja gar nicht so fahren. Ja, so first Chaos. Wie bitte, was? Welche Reifen habe ich denn drauf? Ja, die Radikalreifen, die Regenreifen. Oh, Backe, das wäre ins Auge gegangen. Ja, vielen Dank für die Erinnerung. Bitteschön, Red Ivan, betritt den Raum. Und dann schauen wir mal, wo er kommt. Perfekt. So, 13 sind wir bis jetzt. Ja, er ist nicht gerade am Einloggen, nehme ich mal an. So, dann gehe ich einmal noch auf die Teilnehmerliste gleich und gucke, ob dann auch die Einstellung. So, Red Ivan ist in der Box, Ladies and Gentlemen, Red Ivan in der Box. Safety Car, Totalschaden. Tja, bei dem Fahrer, kein Wunder. Ja, ja. So, von Manu, das passt. Dann gehe ich auf die Teilnehmerliste, schaue eben nach. Palim, palim, Information ändern. Entschuldigt sich wegen, also Anstand, der fährt auch aus der Box, Ladies and Gentlemen. Es geht gleich los. In wenigen Sekunden starten wir den großen Preis vom Red Bull Ring. Ja, nur das Safety Car sollte natürlich nicht vom 15. Platz starten, das werde ich noch kurz ändern. Ja. So. Das wäre ziemlich doof. Ja, gut. Der Kampf 2 kennst du nicht, die Radikalreifen. So. Jetzt. Also ich bin fertig, du auch? Alle Fahrer. Ah, ich warte, ich habe nur die Kamera auf dich gerichtet. Alle Augen sind bei dir. The First Cross hat das Rennen begonnen. Liebe Zuschauer, macht euch bereit, schnallt euch an. Geht's los. So. Sobald das Safety Car weg ist, schiebt Meme Kill an. Und dann werden wir sehen. Vor 14 Tagen war es richtig gut anzusehen. Safety Car Phase, quasi Einfahrphase. Bin mal gespannt. So. El Poletto meinte, Paul First Course. Klasse. So, Ampel ist quasi gestaltet. Wir haben einen fliegenden Start. So, Fahrerfeld. Wer die Reifen warm. Man sieht es wie in den Rennserien. Schön Reifen am Warm fahren. Und dann schauen wir mal. Ey, Bulletin, ja, was sagst du denn zum Red Bull Ring? Ja. Gefällt dir die Strecke? Strecke ist, finde ich, gut. Ist anspruchsvoll in dem Sinne, weil es im Endeffekt auch ein bisschen bergauf geht, ein bisschen bergab und gewisse Passagen, wie hier auch jetzt diese Kurve, musst du wirklich schauen, wie du fährst, weil Zeitstrafe hast du gleich drauf. Und von dem her musst du da schon ein bisschen aufpassen, aber du hast auch viele Überholmöglichkeiten. Also langweilig ist Red Bull Ring keinesfalls. Ja, so. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Danke. So, El Poletto, wie gesagt, schon Pole, the first cost. Klasse. Ja, lieber El Poletto, das wird auch die letzte Pole sein, was der Chris in seinem Leben hier hat bei Gran Turismo wahrscheinlich. Also, nee, lasst ihn das. Rennen. Ja, in Österreich, lasst ihn das doch genießen. Aber ich finde es eine coole Sache. Wie gesagt, wird ja so nicht gemacht in anderen Rennserien, oder habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und da sind wir eigentlich einer sehr, sehr stolz drauf, dass wir mit Safety Car Einführungsrunde fahren. Und ich denke mal, es kommt auch bei euch ganz gut an. Jupp. So.
Safety Car Fahrer zieht jetzt an. Winkel fährt die Reifen warm. So, Safety Car Phase, Safety ist abgebogen. Safety Car ist abgebogen. So, im Augenblick ist Minky noch auf 3, aber das wird sich auch gleich ändern. Wie gesagt. Und dann schauen wir doch mal. So, Startformulation ist. Sie reihen sich alle nebeneinander ein. Hingeschaut. Und zieht an. Und Minky dann angezogen. Kommt durch die erste Kurve, mal schauen. Ja, ein paar Ausflüge gibt es nach außen. Aber ist soweit alles okay. Halt, sorry, muss ich hier mal. Oh, und schon Schaden bei Klöte. Hat schon einen Schaden, Klöte. Da hat es mal wahrscheinlich beim Anbremsen ein bisschen gerumst. Ich schau mal, ob ich es eventuell noch einfangen kann. Vom Klöte. Nein, da hat es leider schon gerumst. Gab es schon die Berührung vor der ersten Kurve und ein kleiner Ausritt von Berthuben auf der 11. Position. Auch mit dem Frontschaden. Ich weiß nicht, hast du drauf, Chris, bei dir? Ich sehe nichts, aber ich höre es auch noch nicht. Also wir müssen jetzt gleich wahrscheinlich erst an Startziel vorbeikommen, oder? Ja, wie gesagt, also gehen wir es mal durch. Minkel 1, Benz 2, 3, Marvin 4, der Ben, 5 Toni, 6 Holz, 7 Heinz, 8 Klöte, 9 Impressive Beats, 10 Narasch, 11 Marco, Red Ivan 12, Mano 13, 14, Batum. So, Winkel geht rüber. Mal schauen, ob mir hier irgendjemand in die Box geht schon. Jetzt sehe ich eigentlich noch nichts, aber wir bleiben mal auf 5 und 6. Toni hat auch einen Schaden und es gibt hier irgendwo einen Unfall, habe ich gesehen. Toni hat, Narasch hat hinten rechts. Ist leider nicht. So, schauen wir mal bei den Zweikämpfen, liebe Leute. Da haben wir hier gleich den Kampf hier, Platz 9. 9 bis. Jetzt gehen wir mal 8. So, sind wir bei Akamako. Akamako hat sich weit nach vorne gekämpft schon. Ist jetzt schon auf Platz 8 vorgefahren, hat vor sich den Narasch und die Klöte. Wenn er sich Bertub nennt, wo es natürlich durch den Schaden natürlich weit zurück ins Feld geschmissen hat. Mal schauen, wie die Rennleitung das entscheidet. So, Narasch ist an Klöte dran, macht Druck, dann springen wir doch einen Schritt nach vorne auf Platz 7. Und jetzt geht Narasch vorbei, hat die Innenbahn, ist vorbei, Klöte hat schon den Boxenweg angetreten. Und Narasch fährt mit hinten rechts mit dem Aufhängungsschaden einfach weiter. Sehr gut. So, dann sind wir auf Platz 5. Wir haben den Toni und davor ist der Holz. Da wird jetzt auch gleich im Windschattenbereich sein. Und dann vor der Remus-Kurve dann eventuell noch den Angriff starten. Chris, hast du was? Siehst du was? Ich steppe gerade durch. Aktuell sehe ich nur, dass Toni relativ nah dran ist an Holz. Da bin ich gerade drauf. 4 und 5. Ja, okay. Ansonsten habe ich gerade nichts für dich. Oh, leichter Schlenkerer vom Holz. Leichter Wheelspin wahrscheinlich beim Holz hier gehabt. Toni versucht natürlich im Windschattenbereich zu kommen, dass er ihn dann auch noch mehr in den Druck setzen kann, um ihn in den Fehler zu zwingen. Aber das scheint im Augenblick hier für ihn zu sprechen, für den lieben Holz, dass er das so ihn so bekämpfen kann. Oh, doch nicht. Ah, ist dran. Jetzt ist Toni dran. So. Gehen wir gleich nochmal in die Perspektive der Haube. Aber
Holz macht es gut, ist auf der Innenbahn und bleibt auch drauf, aber Ton ist jetzt komplett im Windschattenbereich. So, schnuppert natürlich jetzt an den vier Auspuffrohren des GT2s, aber kommt nicht vorbei. Ja, weil auch zu nah dran ist und kein Windschatten in dem Sinne. Aber bis jetzt alles fair, alles gut. So, dann gehen wir mal weiter durch hier auf Platz 6. Platz 8. 8, 9, 10. Bin ich drauf, mache ich mal auf Platz 10 und schaue mir das Ganze mal von hinten an. Da ist der liebe Ben, geht jetzt gleich am Red Ivan vorbei, hat Überschuss und jagen bei Tuben. Bei Tuben hat sich auch wieder einen Platz nach vorne gekämpft auf Platz 8. Und jetzt ist Ben Innenseite und geht an ihm vorbei. Red Ivan muss ein bisschen weiteren Weg gehen, um nicht den Crash noch zu riskieren. So, und jetzt macht sich Ben auf, hier sich Batuben zu krallen. Hat Überschuss, sieht man gerade. Hat sich schon gezeigt im Spiegel von den lieben Batuben. So, schauen wir uns das Ganze aus der Heckperspektive des lieben Bat an. Ja, man sieht, wie sich der GT2 ransaugt durch gleiches Material. Aber die verschiedenen Einstellungen von Flügel und Fahrwerk macht dann doch manchmal den kleinen Unterschied. Kommt auch auf die Reifen drauf an, oder lieber Chris? Ja, auf jeden Fall kommt das auf die Reifen an. Wir sehen auch, wer jetzt schon wieder auf hart unterwegs ist. Diejenigen werden jetzt gleich wieder Spaß haben, wenn die Reifen von den superweichen Fahrern langsam abbauen. Und man sieht jetzt auch gerade, oh, jetzt hat sich gerade Holz verbremst, beziehungsweise beim Rausbeschleunigen stand er, glaube ich, leicht quer. Deshalb Toni wieder ran, der hatte nämlich gerade schon wieder einen kleinen Abstand gehabt, aber jetzt könnte er es versuchen, auf Platz 4. Da bin ich gerade drauf, ich mache gerade die Replay rein. Ja, er kommt nicht gut raus, er kommt nicht gut aus der Ecke raus und beschleunigt dann auch leicht auf den Curb. Und deswegen, aber du hast gemerkt, irgendwie war auch vielleicht im falschen Gang, hat sich zumindest so angehört vom Sound her. Und jetzt ist Toni wieder dran. So, ich schalte aber trotzdem nochmal auf die Platzierungen 9. Bis beziehungsweise 11, weil Impressive Beats, der ist auch dran und versucht sich jetzt Red Ivan zu krallen. Und könnten wir uns ja mal die zwei Reifen anschauen. Ah, das könnte sein, dass Impressive Beats eventuell andere Reifen fährt, weil die sind schon leicht. Ja, ist immer schwer zu sagen. So, und Red Ivan bremst aber ganz schön weit sich raus, aber Impressive Beats konnten sich bis jetzt nicht am Red Ivan vorbeidrücken. Aber dafür ist jetzt Red Ivan wieder am Bat dran. Da kann ich mir vorstellen, dass Bat eventuell harte Reifen drauf hat. Möglich, ja. So, jetzt ist es auch wieder auf Position 4, 5 und 6 spannend. Da hat es nämlich der Narasch geschafft, sich heimlich anzuschleichen an die beiden und ist jetzt nur noch eine gute halbe Sekunde hinter denen. Bin gleich drauf. Ich schaue mir nochmal an. Na, Red Ivan konnte sich den Platz noch verteidigen, aber Impressive Beats müsste jetzt kommt er vorbei? Ist er vorbei? Nein. Na, beide noch auf gleicher Höhe, aber jetzt hat Impressive Beats die Innenbahn, aber er lässt Platz für Red Ivan, dass hier kein Unfall passiert. So, wir gehen nochmal von vorne durch. Auf Platz 1 Minky 7,6 Sekunden Vorsprung. Platz 2 Benz. Platz 3 Marvin. Platz 4 ist immer noch Holz, der vor Toni ist. Aber Narasch hat sich jetzt auch schon reingekämpft. Also das wird bald ein Dreikampf werden. Hier. So, Ben auf Platz 7. Akamako auf 8 geht jetzt in die Box. So, Platz 9 bei Tuben. Kriegt immer noch Druck von hinten von dem lieben Red Ivan auf 989. So, Toni versucht es jetzt nochmal, geht außen in die Kurve und will besser rausbeschleunigen, schafft es aber nicht ganz. Aber Narasch ist jetzt dran, der ist jetzt richtig dran. Bin drauf. So, gehen wir doch auf den lieben Narasch. Ich muss noch mal schnell durchgehen. Wie gesagt, 8. Batuben, 9 Red Ivan, der versucht dran zu bleiben. Jetzt Impressive Beats mit Strafe. Verliert jetzt einen Platz. Klöter hat sich gerade verbremst. Klöter hat sich verbremst. War ich mit drauf, habe ich gesehen.
Heinz ist dann auch vorbei auf Platz 11, hat aber Motorschaden. Ja. Schauen wir mal, ob wir hier das in die Replay noch reinbringen. Nein. Aber das kann eventuell mit dem lieben Klödis zusammenhängen. Weil der fährt auch sehr, sehr langsam vorbei. So. Dann haben wir. Oh, und Narasch. Angriff auf Toni hat ihn leicht rausgedrückt dadurch, aber. Schauen wir nochmal. Replay, liebe Zuschauer. Sind wir voll drauf hier auf Platz 5 und 6, dem Toni und dem Narasch. Hat die Innenbahn. Ja, ganz normaler Rennunfall. Alles gut. Aber Stoßstangenschaden bei Narasch. Ja, kann aber gleich wegfahren, Narasch, muss man sagen. Stoßstange, bei mir hat er nur hinten was. Das war vorher schon. Warte mal schnell, Toni. Warte mal, ich habe Toni drauf. Der hat vorne und Narasch hat hinten rechts. Nee, passt. Ja, die Stellen hatten sie schon vorher. Also, ja, das passt schon. So. Tobi, Ben gibt Gas, Marvin stark auf 3. Er macht mich fertig, der Blöman. So, dann schauen wir mal hier, was jetzt hinten abgeht. Ja, Heinz hat auch einen Motorschaden, das haben wir gar nicht mitbekommen. Doch, aber ich war drauf. Heinz habe ich schon drauf, aber ich weiß nicht, wo er bekommen hat. Heinz und Klöte, beide wahrscheinlich dann zusammen. Ich weiß ja, weil Klöte hat es ja weggedreht und ich könnte mir vorstellen, dass er beim Wegdrehen eventuell, dass der Heinz ihn erwischt hat. Okay. Aber ich habe es nicht drauf gehabt. Ich habe es leider nicht auf der Kamera gehabt. So, bin jetzt mal auf 11. Mhm. Auf AK Marco, der ja schon in der Box war. Dann der Mann. Oh, Angriff von Impressive Beats. Und angestoßen. Oh, Bertum ist gerade mit Ivan hinten so ein bisschen drauf gefahren. Dann schauen wir mal hier. Als Impressive Beats vorbeigegangen ist an Red Ivan, da hat Red Ivan ein bisschen zurückgesteckt. War leicht auf der Bremse und der Tuben ist dann leicht reingerutscht. Ist natürlich auch mit den Reifen, die sie haben, auch immer schwierig, da durch den Bremspunkt zu finden. Ja, ich bin schon, wie gesagt, Wiederholung ist alles gut gewesen. Wie gesagt, im Chat schafft man auch, Klöde stand quer vor Heinz. Deswegen dachte ich auch, dass es so gewesen ist. So, Angriff Bertuben. Dann auf Bertuben gegen. Oh, und Dreher von Narasch auf 7 jetzt. Ben, muss man noch mal schauen, wir uns das Ganze hier noch mal an. Und eben Narasch, der war eigentlich, ja, geht schon im ersten Drittel sehr, sehr weit weg. Ja, und dann kommt er, so wie es ausschaut, auf den Sand irgendwie und dreht sich dann auch weg. Man könnte mal vorstellen, dass er da Reifenproblem sowieso, aber auch eventuell, dass er ohne Traktion fährt. Ja, das ist bei den Autos natürlich auch immer schwierig. Also sie liegen zwar sehr gut auf der Straße, aber sobald du irgendwo am Körb lang kommst und berührst, dann ist das Auto weg. Ja, so, jetzt gerade Angriff von Red Ivan, hat Manu überholt, aber gleich der Gegenkonter von Manu wieder Platz zurückgeholt von Manu. Manu Platz 11, Red Ivan auf 12. Ja, El Boleto schreibt, sie müssen in die Pro League, da geht was ab. Ja, Jungs, strengt euch an, dann könnt ihr nächstes Jahr mitfahren. Zur neuen Saison war ich. So, ja. Dann schauen wir mal bei Klöte. Der treibt sich rum, war in der Box und versucht das Feld jetzt von hinten aufzuräumen. So, Bertum ist jetzt gerade in der Box gefahren. Der wird jetzt seine harten Reifen höchstwahrscheinlich wegpacken und das Boxenstoppfenster ist jetzt auch offen seit einer knappen Minute. Deshalb, alle, die jetzt reinfahren, sind dann regulär im Boxenstoppfenster drin gewesen. Mhm. Also, ich schau mal. Genauso Red Ivan ist auch drin. Er wird sich jetzt auch den Schaden reparieren lassen, den er hatte. Ja. Also, Bertuben war auf jeden Fall drin, Red Ivan war drin. Klöte war vorher, Klöte muss er nochmal. Er war, glaube ich, nicht rechtzeitig drin. Jetzt geht Klöte. Er war zu früh drin, das war das Problem. Ja, Klöte fährt gerade rein. Motorschaden war zu früh. Klöte fährt gerade rein. Okay. So, Minke fährt. Die Reifen wird er jetzt wechseln. Er war auf Fahrt und wird jetzt wahrscheinlich direkt wieder zurück auf Superbike wollen. Ja, also Minkil immer noch draußen bleiben. Bleibt draußen. Benz bleibt draußen. Marvin bleibt draußen. Holz ist vorbei. Toni vorbei. MBR Ben fährt auch noch nicht in die Box. So, dann schauen wir mal, was die hinteren Jungs machen hier. Bin jetzt gerade auf 7 bei Impressive Beats drauf. Was der macht, aber reingeht. Wenn sie auch gleich seinen Schaden reparieren lassen. Akamago ist im Eck quasi des GTR.
Und nein, Impressive bleibt draußen und Akamaka bleibt auch draußen. Ja, Minky läuft jetzt gerade auf Red Ivan auf. Den Marsch bleibt draußen. Wird er jetzt, ich weiß nicht, ob er den jetzt überholen wird oder ob er in eine Box reinfährt. Aber wenn du dir den Reifenverschleiß anguckst bei ihm, der ist schon wirklich enorm und so langsam wird es ihm auch keinen Spaß mehr machen. Schauen wir mal. Bin da auf ich gehe mal davon aus, dass Minky. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich eine Box abbiegen. Also ich würde es wahrscheinlich machen. Minky, schauen wir mal. Riskieren, dass da irgendwas passiert. Nein, naja, Minky bleibt draußen. Minky bleibt draußen. So, bleiben wir mal auf Benz. Was macht Benz? Macht er den Undercut? Probiert den Undercut? Nein, der bleibt draußen. Die Reifen sind noch richtig gut bei ihm im Vergleich zu Minky. So, dann der Marvin. Marvin bleibt auch draußen. So, dann kommen wir hier mit Holz und Toni. Aber Holz hat auch bestimmt das Arschwasser. Bestimmt, weil Toni jagt ihn eigentlich seit der ersten Minute an eigentlich. So, aber Holz gibt erst einmal den Platz ab, weil er in die Box geht und Toni ist jetzt endlich vorbei, denkt sie auch, endlich ist er vorbei. Bin ich vorbei und kann mich, wenn ich mal ein bisschen frei fahren. So, MBR Ben ist 5. So, schauen wir mal hin dann auf Impressive Beats. Manu auf 7 jetzt. Manu bleibt draußen, Impressive bleibt draußen, Akamako bleibt draußen, also das ist schon. Nein, die bleiben alle noch draußen. Schauen wir mal hier. So, Akamako saugt sich jetzt richtig ran an Impressive Beats. Bin ich wahrscheinlich drauf. Gleich. Oh, jetzt kommt Impressive weit raus. Ja, überhol den Guard, habe ich schön in der Kamera eingefangen gerade eben. Und wenn du die Reifen anguckst, da kann sich Impressive auch gar nicht wehren. Das schafft er gar nicht. Ja, dafür sind sie so gut bei Akamako. So, liebe Fans des Motorsports, wir haben noch knapp 20 Minuten am heutigen Rennsonntag, zweiter Lauf auf dem Red Bull Ring. Bei schönstem Wetter. Minky jetzt in der Box gefahren. Minky jetzt Box. Marvin in der Box. Und Benz fährt durch. Benz ist auf 1. Aber es geht noch. Geht bei ihm noch. So, Toni ist noch draußen, wird aber jetzt gejagt von Ben. Aber Toni biegt ab. Na, jetzt ist AMG noch draußen, Benz ist noch draußen, Minkil jetzt schon draußen auf 2. Hat knapp 7,5 Sekunden Rückstand, aber der Benz muss ja noch in die Boxengasse. Muss ja noch in die Box und die Räder wechseln. So, müssen wir schauen, dass wir auch alle diesmal drauf bekommen. So, Toni in der Box, Marvin in der Box. So, Toni war auf jeden Fall Impressive drin. So, Manu in der Box. So, Holz fährt jetzt gerade an Toni wieder vorbei. Da haben wir das alte Duell vom Beginn des Renns. Richtig, und Holz ist davor. Und wenn man das so sieht, beide haben harte Reifen jetzt wieder drauf. Also wieder ein Duell auf Augenhöhe. Ja, aber ich denke mal, Toni wird den Lenker beißen, wenn er ihn schon wieder vor sich sehen hat. So sieht. So, aber wie du es auch siehst, wir haben die 1,20 geknackt. Ja, warst du mit deiner 1,22 aber ganz schön weit weg, mein Freund? Nein, ich habe ja gesagt, dass wir 1,21er Zeiten fahren können, wenn der Tank leerer wird. Gut, eine 1,20,7 hätte ich jetzt nicht vermutet, aber eine 1,21,32 hätte ich auf jeden Fall vermutet. So, die Jungs schreiben auch im Chat. Bin für die kurzfristig rein. Ich fahre ja, damit ich mithalten kann, wäre in der Pro da schon im hinteren Feld. Der Tobi. So, dann schreibt der Elbolecto, sag mal MBR Chris Bescheid, soll man die Drehzahl drosseln, dass es spannender wird. Nee, Chris will ja definitiv in die Pro hoch, da geht er auch hin. So, Jungs. Immer noch gleiches Duell, aber Narasch kommt auch schon wieder. Narasch ist ja schnell unterwegs. Also, und jetzt, oh, Toni fährt weit, weit raus. Hat sich verbremst, aber zum Glück nichts passiert. Jetzt ist aber Narasch dran. Jetzt ist Narasch dran. Und wir haben wirklich genau dasselbe. Ja, Dreier-Duell, wie nennt man das dann? Die 3. Ein doppeltes Duell, sagen wir mal so.
Die 13.3, genau. genau dasselbe Bild wie eben. Hoffen wir, dass es nicht endet wie gerade eben. Mhm. Das war nämlich, glaube ich, am Ende ein Dreher von Narash. Mhm. So, jetzt auch Manu an der Tupen direkt dran. Position? Benutzt 10. Benutzt auch schon die Lichthupe, 9 und 10, genau. Gut, bin ich drauf. Bin ich drauf. Oh, ah, ist ja schon richtig, wirklich eng dran. Ja, berührt ihn leicht, zeigt, hier bin ich jetzt. Will ihn auch vielleicht in Fehler drängen. Und Heinz, wenn du das siehst, der ist auch schon direkt hinten dran, der fliegt förmlich den beiden entgegen. Ja, dauert schon noch, aber Heinz, wie gesagt, ist wahrscheinlich auch nicht so gut mit dem Regen zurechtgekommen, weil Heinz schätze ich als steigenden Fahrer ein und gehört eigentlich für mich nicht da hinten hin. So, jetzt ist Manu dran. Manu, Start und Ziel gerade hier, aber er kommt nicht vorbei. Er kommt definitiv nicht vorbei. Und Frontschaden hier bei Manu. Auffahrunfall, Heck und Frontschaden bei Bertuben bzw. Heckschaden bei Bertuben, Frontschaden bei Manu. Das wirkt sich natürlich auf die Aerodynamik der Fahrzeuge natürlich aus. Ich gehe mal davon aus, dass Manu eher mit dem Frontschaden zu kämpfen hat als Bertuben eher mit dem Heckschaden. Ja, da gehe ich auch stark von aus. Gerade hat man das auch schon mal gesehen, dass die Leute mit Frontschaden doch arge Probleme haben, was den Anpressdruck angeht. Gerade wenn du dich in eine Kurve reinbremst, ist es, glaube ich, ein deutlicher Nachteil. Ja, weil du hast ja beim Heck Tobi hast du gerade. Ja. Tobi schreibt gerade noch, dass Heinz Wut im Bauch hat und deshalb jetzt so rankommt wegen des Motorschadens. Ja, mit Sicherheit hat er Wut. Alleine schon die Qualifying-Platzierung, die wird ihn schon ordentlich gewurmt haben. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall unter die Top 10 noch fährt. Ja. Aber schauen wir mal, was er macht. Ja. So, ich gehe mal auf 1 und jetzt haben wir gleich das Duell hier auf Platz 1 und 2. Minkel ist dran am Benz. So, jetzt mal ein Duell. Der Godzilla vom Minkel. Was macht er? Wo sucht er die Lücke? Ja. Versucht es außenrum vorbeizugehen, aber. Oh, er geht außenrum vorbei. Minkel geht außen vorbei. Starkes Manöver von Minkel hier. Wirklich sehr, sehr starkes Manöver. Minkel außenrum, Benz. Hat er mehr Geschwindigkeit. Klasse gemacht. Ja, Benz kämpft aber auch mit stumpfen Waffen. Gut, in seinen Reifen, der wird jetzt auch direkt abbiegen in eine Box, gehe ich mal stark von aus. Allein um das Boxenstoppfenster einzuhalten. Der geht jetzt rein, siehst du ja. Hat er. Aber trotzdem, starkes Manöver von Minkel außen. Natürlich jetzt die besseren Reifen gehabt, hat mehr Geschwindigkeit aufbauen können. Musste aber auch erstmal die Eier in der Hose haben, um quasi auf den Körper zu überholen. Ja, ich hätte es auch wahrscheinlich nicht riskiert. Ich wäre wahrscheinlich, ich hätte gewartet, bis er abbiegt und wäre auf Nummer sicher gegangen. Aber Minkel ist halt routiniert, er macht das halt so, wie er es macht und das passt ja auch. Richtig. Namen Manu, schön, dass du da bist. So, gehen wir nochmal dem Feld durch. Minkel 1, oh 2, kommt jetzt Benz raus, kommt jetzt hinter Manu raus. Können wir mal kurz draufbleiben hier? Hallo Sascha. Benz oder Marvin? Marvin, Entschuldigung. Genau. Ja, also der liebe Mike hat sich einen guten Ersatz gesucht. Ja, auf jeden Fall. Also Mike selber hat ja auch richtig aufgeholt, was das anging. Ich weiß noch so die ersten Rennen, die ich gesehen habe, wo er dann auch noch krank war. Ja, da hätte ich ihn so eingeordnet irgendwo in den Bereich von mir, was die Leistung angeht. Aber inzwischen ist er ja wirklich einer von den Top-Fahrern schon. Ne? Mhm. Bis zur Spitze fehlt zwar ein bisschen, aber der kann schon wirklich schnell fahren. Ja, und die laufen jetzt beide auf den lieben, warte mal, wer ist auf Platz 14, den Klöte auf? Nee, Manu, das machen wir nicht. Hier wird bei uns fair gefahren, auch wenn es ein Österreicher ist oder ein Belgier oder ein sonst was, es ist egal. Wie gesagt, wer schnell ist, darf auch vorne sein. So, also wie gesagt, Mikkel 1, Marvin 2, Benz 3, 4, der Ben. 5 ist jetzt der Narash. Hat sich irgendwo an Holz vorbeigedrückt. Haben wir nicht mitbekommen. Ja. Auch Antoni. Ja, so heimlich still und leise. Nee, haben wir leider nicht mitbekommen. So, der Bertuben auf 8. 9 ist Marco, 10 Impressive Beats. 11 ist Red Ivan, kriegt jetzt aber gleich von Heinz hinten Probleme. Dann Manu und dann Blöte. So, bleiben wir hier auf dem lieben Heinz drauf.
Wer versucht jetzt hier dann Späße auf Stadt und Zug geraten, wird es probieren. Den lieben Red Ivan. Boah, schau euch das an, ey. Da fährt aber auch Kampflinie und mit allem, was er hat, bremst sich da Red Ivan in die Kurve, um Heinz hier nicht vorbeizulassen. Aber wie man merkt, kommt nicht vorbei. Er geht auch ein bisschen weit, aber bis jetzt habe ich kaum Zeitstrafen gesehen am heutigen Abend. Ich glaube, eine habe ich mal gesehen. Aber sonst relativ wenig am heutigen Abend. Ja, Heinz wieder spät auf der Bremse. Ja, jetzt kommt Red Ivan schlecht aus der Kurve. Und jetzt treffen sie Ball. Wenn so weitergeht, die beide auch auf Impressive Beats. Jetzt hat er es, jetzt hat er es. Heinz ist vorbei, schön vorbeigebremst. Schönes Manöver. Red Ivan versucht zu kontern. Aber schafft sich, nein. Schafft sich ganz. So, das nächste Duell hast du jetzt auf 8 und 9. Da greift Mako jetzt mit Huben an, der ja auch einen leichten Schaden hat und deshalb nicht die volle Pace gehen kann. Bin ich drauf? Bertuben innen drin. Ja, der macht's klug. Er will natürlich die Kampflinie dicht machen. Ja. Bremst jetzt auch wieder perfekt, dass er da das Mako nicht daneben sich setzen kann. Aber er wird auf jeden Fall arbeiten im Auto. Also er wird schon wirklich schwitzen und hoffen, dass er das jetzt irgendwie über die Zeit rettet. Definitiv. Ja, leichter Querstell hier von Aka Mako bei dem Bremsversuch. Leichtes Heck gekommen, leichter Drift. Aber Reifen sind vom Batuben. Nach 11 Minuten noch zu fahren. Ja. Dann schauen wir mal auf die Reifen vom Aka Mako, die noch das besser sind. Ja. Da war jetzt auch schon eine gewisse Zeit in der Box. Also muss ich sagen, der Reifenverschleiß vom, da wird er, ja klar, weich gegen beide weich. Also Mako geht wirklich mit den Reifen sehr, sehr gut. Jetzt kommt wieder der Angriff. Aber der liebe Bert, leichte Berührung hier. Nochmal leichte Berührung hier, aber Bertuben bleibt vorne. Der macht sich breit, der macht sich irre breit und versucht jetzt noch alles Mögliche, aber ich gehe da stark von aus, dass er nochmal vor dem Rennende in die Box fahren wird. Das kann er auf jeden Fall nicht schaffen, bis zum Ende mit den Reifen da zu kontern. So, jetzt bin ich schnell auf Heinz drauf, der Impressive Beats hat, wo er sich her schiebt. Geht jetzt schon gleich neben ihn und wird sich gleich neben ihn setzen, dass er rechts die Kurve hat. Ja, ja. Und macht es auch. Jetzt ist er vorbei. So, Heinz, die Wut hat geholfen und er schiebt weiter an. Ja, er hat nicht weit. Er hat nicht weit auf Aka Mako. Aka Mako hat den Zweikampf allein für sich entschieden, weil. Wo ist er? Ja, sein Konkurrent ist Bert in die Box. Bert Box. Ja. Ja, und Heinz schiebt an. Schau mal, wie Heinz anschiebt hier, ey. Wieder spät auf der Bremse. Also das ist schon Wahnsinn, wie spät Heinz bremsen kann. So, aber Impressive Beats bleibt trotzdem noch dran an Heinz. Na, also so ist es noch nicht. Noch nicht abgeschrieben. Er probiert es natürlich. So, vorne im Feld, Minkiel mit fast 20 Sekunden voraus, da passiert nichts mehr, da brennt nichts an. Marvin hat es jetzt aber auch geschafft, wieder 6 Sekunden zwischen sich und Benz zu bringen. Bin ich mal durch, wir gehen mal durch. So, zwischen Benz und Ben, genau, geht es dann Abstand und jetzt wird Klöte gleich quasi vom Ben überrundet. Ja, Klöte hat sich natürlich auch anders vorgestellt, aber durch den Dreher ist das Rennen eigentlich schon gelaufen dadurch. So, Narasch auf 5, Holz auf 6, Toni auf 7, 8 Aka Mako, 9 der Heinz, aber die zwei werden es gleich hier raushalten. Also das ist für beide noch nicht gegessen hier. Knapp 8 Minuten vor Schluss und jetzt geht Heinz neben ihn. Und faires Überholmanöver hier, schön Platz gelassen von Mako.
Marco versucht dran zu bleiben. Marco vielleicht auch ein bisschen taktisch gewesen, jetzt zu sagen, okay, ich kann mich nicht großartig wehren und verhindere dadurch, dass Impressive wieder rankommt. Jetzt lässt er sich vielleicht im Windschatten so ein bisschen mitziehen. Das ist gut möglich. So. Dann schauen wir mal, wie gesagt, 10 Impressive Beats. 11 gibt es hier ein schönes Duell, Red Ivan und Manu. Gehen wir mal auf 12 drauf. Schauen uns das Ganze natürlich schön aus der Haubenperspektive an, aber die Reifen vom Red Ivan, oh, siehst du, wie weit er geht, weil er es einfach nicht halten kann. Na, und dadurch gewinnt Manu natürlich wieder Wahnsinn Abstand. Na, aber schau an, der müsste eigentlich in die Box. War überhaupt Red Ivan schon in der Box? Frage ich mich. Laut dem Ding in der 16. Runde, aber er kann ja noch nicht so viel die Runde, die Reifen runtergeschrubbt haben. Grüß. Schau noch mal kurz nach. Er war auf jeden Fall in der Box, wenn du die Spritmenge anguckst, weil das ist ja nicht die Startspritmenge. Also ja, aber das ist ja Wahnsinn, ey. Das gibt's ja nicht, dass ja so schnell die Reifen runterradiert sind. Auch wenn die super weich ist. Ja, doch, die sind schnell runter. Also so im Schnitt 6-7 Runden, dann sehen sie schon fast so aus, je nachdem wie du fährst. Okay, so, bei Minkel schauen sie auch nicht wirklich viel besser aus. So, Minkel hat jetzt dann Red Ivan vor sich. Beide eigentlich mit dem gleichen Material, kann man so sagen, aber Red Ivan schiebt sein Auto mehr durch die Gegend, dass er fährt leider. Und deswegen für ihn ganz knallharte 6 Minuten hier in Österreich, um das Auto überhaupt nur auf der Straße zu halten und nicht wegzuschmeißen, weil gerade auf Start und Ziel war schon fast zu weit. Entschuldigung. So, den lieben Berthuben haben wir auf Platz 13, aber glaubst du, dass die Spritbringer von ihm auslangt? Dann musst du fast noch in die Box, oder nicht? Hat er sich beim Sprit vertan, der Berthuben? Oh ja, ich glaube fast, dass er sich da vertan hat. Also es wird verdammt eng. Ich glaube nicht, dass er das hinbekommt. So, Toni ist jetzt. Ach, Toni, sage ich schon. Das war jetzt. Miguel ist gerade vorbei an Red Ivan gegangen. Und genau das, was ich prophezeit habe, wenn du auf Platz 8 und 9 mal schaust, Akamako bleibt dran an Heinz. Der lässt nicht abreißen, bleibt schön im Windschatten. Die Reifen sehen auch besser aus als bei Heinz. Und Impressive Beats verliert jede Runde immer wieder so 2-3 Zehntel auf die beiden. Ja, bei Akamako kann es sein, dass der noch einen Platz dazu gewinnt. Ja, dass er auf jeden Fall sich den 8. Platz noch holt. 5 Minuten noch zu fahren. Guck mal, die beiden laufen jetzt auf Narasch auf, der auch jetzt gerade mit harten Reifen unterwegs sind. Die beiden haben ihn sofort. Also ich gehe stark von aus, so eine Runde, dann sind sie dran. Das war das Beste, was Marco machen konnte, sich so ziehen zu lassen jetzt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass aber Marco noch sogar Heinz angreift in der letzten Runde. Ja, auf jeden Fall ist es möglich. Jetzt geht Narasch wieder rein und wechselt wieder auf super weich. Ob das jetzt sich noch lohnt, schwer zu sagen. So, wo ist unser Freund Berthuben? Bin mal gespannt. Kommt er gleich auf? Er bleibt draußen. Also er scheint zu riskieren, dass eventuell eine Spritmenge langen könnte. Okay, jetzt kommt Narasch wieder aus der Box raus. Aktuell sind Impressive Beats und Manu vorbeigezogen, haben aber beide natürlich ziemlich abgefahrene Reifen. Das wird nochmal spannend. Der wird jetzt richtig pushen und versuchen wieder ranzufahren an Manu. Jetzt hat er allerdings Minkel hinter sich. Das ist natürlich Mist, weil den wird er jetzt gleich vorbeilassen müssen. Ja. Das kostet ihn dann wieder wertvolle Zeit. Das hat er sich wahrscheinlich so nicht ausgerechnet. Das ist ja, aber du kannst, klar ist er schneller der Minkel, aber Minkel hat scheiß Reifen drauf. Das musst du aber auch bedenken. Also ganz so einfach wird es Minkel auch nicht haben. Dann Narasch schon weiterkommen. Ja. Da ist die blaue Flagge und der liebe Arbeiter schwenkt sich zu Tode, ne, aber bringt ihm mir nichts, wenn Minkel nicht vorbeikommt. Ja, ne, genau. Die Regel ist ja einfach, wenn der Überrunde nah genug dran ist, dass er quasi vorbeifahren will, dann sollte man es ihm auch ermöglichen innerhalb von 3 Runden. Aber solange der Abstand so ist bei, ich würde sagen, geschätzt so 1,5 Sekunden, 2 Sekunden sind das bestimmt noch. Ja, aber der lässt jetzt auch, der fährt immer jetzt weg, jetzt wieder. Das siehst du eigentlich. Ja. Von dem her. So, schauen wir nochmal. Ja,
Minky fährt sogar nochmal in die Box. Minky fährt sogar noch. Oh, Benz hat verlassen. Benz Disconnect. Na, das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Auf Platz, ich glaube, 3 liegend war er. Freiwillig hat er das auch nicht gemacht. Auf Platz 3 liegend war Benz. Oh, Unfall. Bei 5. Holz. Und, liebe Zuschauer, das fangen wir natürlich live und in Farbe hier ein. Auf dem Kanal. Boah, und mit Toni Unfall. Mit Toni Unfall. Das musst du dir definitiv in der Wiederholung nochmal ansehen. Dann. Ja. Beziehungsweise. So, dadurch Heinz. Heinz jetzt auf 5, ist vorbei an Holz. Benz hatte Disconnect. Wahrscheinlich, so wie es ausschaut, Tobi. So, Marvin auch nochmal in der Box. Denn dadurch jetzt Ben auf 2. Jetzt aber nochmal rund hier, kurz vor Schluss. Liebe Zuschauer. So, gehen wir nochmal, schauen wir mal, wo Ben rauskommt. Ben kommt definitiv. Ja, hinter Marvin. Hinter Marvin, genau. Hm. Toni hat Schaden vorne links und hat Stoßstange. Also muss man sehen, aber vielleicht nicht wirklich weggekommen ist oder aber sich weggedreht hat. Man muss sie in der Wiederholung nochmal ansehen. Die Rennkommissare müssen sich das natürlich ansehen. So. Und Akamako ist jetzt hinter Holz. Hinter Heinz, Entschuldigung. Nee, halt doch, Entschuldigung, halt doch hinter Holz. War ich jetzt gerade falsch drauf? Ja. So, 7. Platz für Akamako. Und die Runde wird definitiv noch zu Ende. Wow, Marco dreht sich weg. Aber kein Schaden, Gott sei Dank. Kein Schaden. Junge. Oh, Impressive Beats zieht dann auch noch wieder Manu und Narasch hinter sich her. Boah, da Glück gehabt. Narasch greift jetzt an. Warte mal, gleich. Ich bin noch Platz. So, auf Platz. Auf Platz 8, 9, 10 ist das Duell, also Narasch auf 10. Der wird sich jetzt versuchen, die beiden noch zu packen. Boah, Manu geht auch ganz schön weit auf dem Streifen. So, jetzt ist vorbei. Nein. Jetzt. Jetzt hat er. Und jetzt würde sich Narasch gleich noch. Den Impressive. Jo, da ist er auch. Bessere Linie, ist auf der Kampflinie, kann jetzt innen drin schön zufahren. Und Manu hat wieder Impressive Beats, also Wahnsinns Überholmanöver hier gerade innerhalb von 2 Runden. Also das ist schon echt gut anzuschauen. So, und schauen wir mal Heinz, auf Minkin. Muss auf Minkin, du kannst da drauf bleiben. Info für, ja, guck du mal ruhig nebenbei. Ich sag kurz noch was zu Heinz, weil Tobi, der fragt gerade, ob Heinz auf 4 noch eine Chance hat. Der hat jetzt noch immer über 4 Sekunden Rückstand auf Toni, das schafft er nicht mehr. Okay. Also mir gratulieren Minkin, ich habe die Zieleinfahrt auf dem Schirm gehabt. Herzlichen Glückwunsch, Minkin. Zweiter Saisonsieg am heutigen Abend. So, der Ersatzfahrer Marvin fährt einen starken 2. Platz für MBR ein und 3 ist Ben auch auf MBR. Justine MBR. Ja. So, bei Toni unter Vorbehalt. Ja, Ben profitiert jetzt natürlich dadurch, dass Benz ausgeschieden ist, aber auch Glückwunsch zum 3. Podiumsplatz. Richtig, Toni unter Vorbehalt mal auf 4. Man weiß ja nicht, was die Rennkommissare entscheiden, aber bis jetzt erstmal Platz 4. Herzlichen Glückwunsch, starkes Rennen Toni, nachdem er ein Holz ewig lang vor sich hatte. So, auf Platz 5 kommt dann der liebe MBR Heinz, also starkes Teamergebnis für die MBR-Mannschaft. So, Platz 6 für ein Holz. Und hier Akamako. Oh. Geht noch auf 7, 8 Narasch, 9 Manu, 10 Impressive Beats. So, Red Ivan schleicht. Boah, die Reifen sind mehr als tot. So, Platz 11 Red Ivan, Platz 12 dann für Bertuben, 13 Blöte und 14. Machen wir gleich nochmal. Platz 14 dann, der First Course disqualifiziert im Safety Car. Ja. So, und ich blende euch das Rennergebnis nochmal ein.
dass du es dir auch abschreiben kannst, Chris, wenn du willst, oder du hast das selber im Endeffekt. Für ich habe jetzt alles selber, ja. Okay. So, dann machen wir das mal weg hier. Dann in der fetten Runde Minkiel mit einer 1:20.727. Schnellste Rennrunde hier am heutigen Abend. So, Freunde der Sonne. So, Akamako freut sich riesig über seinen Platz. War richtig gut. Wird du mal verlassen, ich denke mal, der Bert wird sich zu Tode ärgern, weil gleich am Anfang den Schaden gehabt. Am Anfang gleich den Schaden gehabt und damit kannst du eigentlich schon. Machen wir es hier. So, Freunde, ich blende nochmal für euch. In 14 Tagen sind wir hier auf Tsukuba. Mittwoch wieder das Top-Qualifying 21.30 Uhr, wie gehabt. Warm-up 21.30 Uhr am Sonntag. Und am 21.45 Uhr, wenn alles normal läuft, dann das Rennen. Oh, mir hat es riesig Spaß gemacht am heutigen Abend wieder. Spannendes Rennen, viele Überholmanöver. Ja, das mit den Reifen, das war wirklich so eine Überlegung, wie kriegen wir es am besten hin, dass es halt immer spannend bleibt. Und ich muss sagen, es ist uns wirklich gelungen. Also ja. Von Anfang bis Ende immer Überholmanöver, es wurde nie langweilig. Nein. Und jetzt abgesehen vom ersten Platz kann man aber wirklich nicht sagen, wer am Ende vorne ist. Das ist wirklich eine Wundertüte. Wie gesagt, er macht vielleicht auch mal irgendwann Fehler und mal schauen. Wie gesagt, gibt auch irgendwann vielleicht mal Überraschung. Ja. Sehen wir mal, wie gesagt, Rennen wäre natürlich die Show gewesen. Aber wie gesagt, das Wetter ist so. Und wie gesagt, jetzt haben wir noch drei Saisonrennen vor uns. Vielen Dank, Tobi, für das Kompliment. Danke dir, schön, dass du da bist. Ich schalte auch für dich wieder mal das nächste Mal den Nightbot an, dass du dich wieder mal nett unterhalten kannst. Und ich freue mich aufs nächste Mal für euch, auf euch, mit euch zusammen. Ja, in Tsukuba. Vielleicht ist es da schon der Tag der Tage, an dem Minkiel es nicht schafft zu triumphieren. Man richtig, weiß es nicht. Richtig. Ja, wie gesagt, die Tabelle, wie ich blende ich euch nochmal ein, war 2 Punkte. Aber das Problem ist durch den Disconnect. Jetzt ist die Frage, Chris, wie wird das Rennen gewertet? Weil er hat mehr wie 75% des Rennens hat er ja absolviert. Also kriegt er in Anführungszeichen Punkte oder nicht? Ja, wir werden das dann nochmal jetzt mit den Fahrern besprechen. Ich gucke nochmal selber ins Reglement, ob da irgendwas getroffen wurde. Ich glaube, tendenziell bekommt er auf jeden Fall natürlich seine Sekundärpunkte, wenn er denn ein sauberes Rennen gefahren ist. Ob wir auch so von der Platzierung her noch Punkte vergeben, das ist, glaube ich, so noch nicht geregelt. Da müssten wir dann mit den Fahrern auch sprechen, auch ob sie es ihm zugestehen oder ob sie halt einfach sagen, okay, es wird als extremer Motorschaden gewertet, so als wäre es quasi der letzte Platz, gilt natürlich dann auch fortlaufend für alle anderen. Das heißt, hätte Minkiel dann mal ein Disconnect oder auch jeder andere Fahrer, dann bleibt diese Regelung natürlich. Natürlich würde ich mich aber auch noch mal kurz schließen mit den Fahrern, was sie meinen, was da angebracht ist. Weil auch wenn er jetzt einen Motorschaden gehabt hätte, vom Prinzip her wäre er mindestens in den Top 5 gelandet, wahrscheinlich. Ja, das wahrscheinlich schon, ja. Weil es war ja wie viele Minuten vor Ende? 3, 4 Minuten? 5? Sowas, die Richtung? Ja, es war auf jeden Fall weniger als 10 Minuten vor Ende. Genau, definitiv. So, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst trotzdem einen da, wie der Chris immer so schön sagt. Genau, das ist mein und, Spruch. Genau. Und, ja, funktioniert jetzt da. Und in dem Sinne sehen wir uns alle spätestens in 14 Tagen wieder. Alle die Ohren steif, wünschen euch gute Nacht. In diesem Sinne, draußen, wir sind draußen. Ciao, ciao.